Ich begrüße alle Damen und Herren, die uns also via WebEx also zugeschaltet sind, zu dieser Pressekonferenz der Österreichischen Nationalbank. Und ich begrüße auch also jene Zuseher, die uns über Livestream im Internet mitverfolgen. Unsere Pressekonferenz ist wie immer um diese Jahreszeit die Prognose, wie wird sich die Wirtschaft also heuer entwickeln, wie wird es also in den nächsten Jahren also weitergehen. Und gerade dieses Jahr 2020 ist ja eines der schwierigsten Jahre seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich begrüße zu dieser Pressekonferenz also Frau Dr. Doris Ritzberger-Grünwald. Sie ist unsere Chefökonomin. Und ich begrüße auch Herrn Gouverneur Dr. Robert Holzmann zu dieser Pressekonferenz. Und wir beginnen wie immer also mit den Präsentationen. Und im Anschluss stehen wir natürlich also für Fragen zur Verfügung. Und den Ablauf also dieser Fragerunde werde ich dann, also wenn wir dann beginnen, also noch kurz also erklären. Ich darf jetzt aber den Herrn Gouverneur bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Danke vielmals, Herr Dr. Gut-Lederer. Meine Damen und Herren von der Presse, auch von mir einen schönen guten Morgen und willkommen zur Pressekonferenz. Ich beginne, eröffne die Pressekonferenz mit einem Überblick der Hauptergebnisse, vor allem den internationalen Teil, und dann auf eingehen auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen. Nächste Folie, bitte. Was Sie hier sehen, ist die Prognose der EZB, die gemeinsam mit den Nationalbanken gemacht wird mit den und was Sie hier sehen, ist die Prognose für die Jahre 2021-2023 mit den jüngsten Ergebnissen für 2020, die bereits verfügbar ist. Und was Sie hier sehen, ist, dass die gute Nachricht, dass die Weltwirtschaft 2020 viel, viel weniger eingebrochen ist, als erwartet wurde. Und das aber, wie auch in Österreich, die zweite Infektionswelle, die Aussichten für 2021 leider eingetrübt hat. Was Sie hier sehen, sind die externen Annahmen der Prognose. Also alle Annahmen, die die EZB gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken erarbeitet. Und was Sie hier sehen, ist auf der rechten Seite Differenz zur Juni-Prognose, die Veränderung, und auf der linken Seite die Prognosewerte. Und daraus ist ersichtlich, dass das, was in Österreich, auch in anderen Ländern passiert ist, dass das dritte Quartal viel, viel besser war als erwartet, das vierte durch die zweite oder teilweise dritte Welle schon schlechter ist, und das wirkt sich in den Prognoseergebnissen aus. Insgesamt verbleibt aber 2020, dass das Ergebnis mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs viel besser ist. Die Werte jedoch durch die Quartal 4/20, die das ins Quartal 1/21 oder das zweite Quartal sogar beeinflussen können, üblicherweise schlechter sind. Was Sie haben, ist, dass der Wachstumseinbruch in den USA wesentlich geringer war als erwartet. Und es gibt auch ein positives Aufwärtsrisiko für 2021. Und diese Prognosewerte enthalten noch nicht ein mögliches Paket, das die neue Administration vielleicht auf die Wege bringen kann. Es macht aber auch klar, dass das Vereinigte Königreich durch den zu erwartenden harten Brexit die Konjunktur stark belastet wird und dass die CESE-Länder, die auf einen Aufholprozess waren, dass dieser durch die Entwicklungen von Covid auch für die Jahre 21 und 22 getrübt sein wird. Das einzige Land, das 2020 die Covid positiv überstehen wird, ist China, verzeichnet ein Wachstum von 1,1% und damit wesentlich stärker als noch im Juni erwartet. Manche setzen hier auch ein Fragezeichen dahinter, weil der Großteil dieses Wachstums durch Investitionen in staatlichen und privaten Unternehmen entstanden ist, deren Größe und Auswirkungen man noch nicht so abschätzen kann. Was Sie auch sehen, ist, dass sowohl die kurzfristigen Zinssätze hier
die dreimonatige Euribor, als auch die langfristigen Zinsen hier der zehnjährigen österreichischen Staatsanleihe über den gesamten Zeitraum für Österreich auch negativ sind. Das heißt, die Markterweiterungen für kurz- und langfristige Zinssätze sind negativ. Nächste Slide, nächste Folie bitte. Hier sind wir nun im Euroraum angekommen und die Prognosen weisen auch hier auf das Phänomen hin, das wir schon vorgesehen haben, dass 2020 auf der rechten Seite wieder mit 0,7% über den Erwartungen ursprünglichen, in diesem Fall die Erwartungen von September, zu liegen kommen. Dass aber das vierte Quartal dieser positive Entwicklung aus dem Jahr, aus diesem Jahr noch kompensiert, aber im nächsten Jahr sich auf 2021 überträgt mit einem geringerten jetzt erwarteten Wachstum. 2022 jedoch wieder höher sein wird. Und was wir auch sehen, dass im Bereich der Inflation wir hier eine verringerte Inflationserwartungen haben gegenüber der September-Prognose. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex wird von einem knapp positiven Wert für 2020 bis zum Ende des Planungshorizontes wieder ansteigen, ist aber für den harmonisierten Verbraucherpreisindex als auch für die Kerninflation jedoch noch einiges von den 2% Ziel der Europäischen Zentralbank davon entfernt und bestimmt damit auch einiges der geldpolitischen Entscheidungen. Was Sie links unten sehen, ist im Wesentlichen die Entwicklung des realen BIPs über einen längeren Zeitraum, hier seit dem Bestehen der Europäischen Währungsunion. Und was man sieht, ist, dass der Einbruch im Jahre 2000 doch einiges kräftiger ist als der Einbruch der großen Finanzkrise aus dem Jahre 2009. Aber danach der erwartete ökonomische Wiederentwicklung doch eine viel bessere Entwicklung hat, als es üblicherweise der Fall ist, sodass wir erwarten, im Jahre 2022 wieder etwa auf dem Wert des Ausgangsniveaus gelangt zu sein. Die nächste Folie bitte. Das ist eine Folie, die versucht, hier grafisch das darzulegen, was in der Herbstsitzung des Internationalen Währungsfonds als Motto entstanden ist: Gesundheitspolitik ist auch Wirtschaftspolitik. Denn was wir hier sehen, von der linken Seite beginnend, sind die Neuinfektionen, 7-Tages-Inzidenz in Absolutwerten für Österreicher. Und man sieht hier eine vergleichsweise kleine Veränderung im März, April, die stattgefunden hat. Den sehr großen Anstieg bis in den November, als der zweite Lockdown eingeleitet wurde. Die Grafik in der Mitte ist der Oxford Stringency Index für Österreich, der wird für viele Länder der Welt berechnet, der eine Maßgröße ist über die getroffenen Maßnahmen, nicht über die Wirksamkeit der Maßnahmen. Und was man hier sieht, ist nicht, dass nach einer graduellen Aufweichung man relativ rasch wieder jetzt auf den Ausgangsniveau gelandet ist. Das schlägt sich aber, wenn Sie nun die rechte Grafik anschauen, sicher nicht im selben Maße im ÖNP-BIP-Indikator wieder. Wir haben hier den steilen Rückgang, den sehr schnellen, dann langsamen Anstieg mit dem Ausgleich bis November und dann wieder einen Rückgang, der doch nur halb so groß ist, als der Rückgang es noch im März der Fall war. Das erlaubt die Verbindung zu sehen zwischen der Wichtigkeit, Neuinfektionen zu vermindern. Das verweist aber auch darauf hin,
dass die Wirtschaft, die Personen gelernt haben, mit der Krankheit umzugehen und dass daher die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Wirtschaft jetzt nur mehr halb so groß sind. Was es aber auch zeigt, was die Annahmen der Prognose für 2021 sind. Hier wird angenommen, dass in der Prognose, wenn man so will, in dem mittleren Szenario, eine starke Rückgang bis zur Mitte 21 stattfindet, aber danach dann eine weitergehende Normalisierung, die jedoch bis zum Beginn 2022 hineinreicht. Das sind die Grundlage für die Annahmen. Nächste Grafik bitte. Und damit kommen wir zu den Details der Österreich-Prognose. Frau Dr. Ritz-Berger wird dann noch im Detail darauf eingehen. Lassen Sie mich nur die Hauptpunkte anführen. Was man sieht für Österreich ist, dass hier der Rückgang etwas geringer als wir noch im Juni prognostiziert ist, aber wir sind gleich, ist es mit minus 7,5%. Dass aber die zweite Welle mit den Einschränkungen die Aussichten für 2021 getrübt haben, für 2022 jedoch wieder erhöht haben. Was auch diese Tabelle zeigte, ist, dass die Hauptträger dieses Rückgangs auf der einen Seite der Rückgang im privaten Konsum ist, aber anderen Seite auch der Rückgang in den Exporten. Die Importe sind vergleichsweise geringfügig ausgefallen. Und damit verbunden ist auch das, was Sie im monatlichen, pardon, im wöchentlichen BIP-Prognoseindex sehen, der ÖNB, dass die Nettoexporte aus dem Tourismus eine sehr große Rolle für die österreichische BIP-Entwicklung haben. Im unteren Bereich sehen Sie die Entwicklung der Arbeitslosenquote. Und zwar, das ist die österreichische Messung, nicht also die europäische internationale Messung. Wir sehen einen Anstieg der Arbeitslosenquote bis 2020, unverändert 21 und dann einen langsamen Rückgang. Das ist begleitet von weiterhin sehr starken budgetpolitischen Maßnahmen. Wir haben fast 10% im Jahre 2020. Aber auch für das nächste Jahr ist noch ein starker budgetpolitischer Impuls zu sehen, bevor es dann zu einem Rückgang unter 3% des Maastricht-Kriterium auch schon weiter kommt. Die Details werden Ihnen dann gleich im Anschluss gebracht. Ich darf um die nächste Folie ersuchen. Was ich jetzt in den letzten Folien tun, ist, Sie über die wichtigsten geldpolitischen Beschlüsse, die gestern getroffen wurden, im EZB-Rat informieren. Dieses Slide liefert einen Überblick. Auf den weiteren Slides werden dann, auf den Folien werden Ihnen dann Details über zwei der Programme geboten. Das sind die beiden, wo eine Rekalibrierung stattgefunden hat. Und die Rekalibrierung hat stattgefunden bei den beiden Programmen, die als effizient, wirksam empfunden und auch geschätzt wurden. Das ist das Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, und das DELTRO, Targeted Long-Term Refinancing Operations. Was im PEPP gemacht wurde, ist, dass für die nächsten neun, dass über die, das Ende des jetzigen PEPP, das im Juni geendet hätte, 9 Monate eine Aufstockung stattgefunden hatte, bis März 2022, im Ausmaße von 500 Milliarden Euro. Details komme ich gleich zu sprechen darauf. Ein zweiter Punkt ist, dass das Asset Purchase Program weitergefahren wird, unverändert 20 Milliarden. Das dient dazu, den Finanzmarkt eine Dauerliquidität sehr berechenbar zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des DELTROs 3 werden 3 weitere DELTROs aufgestellt, die mit adaptierten Konditionen den Banken zur Verfügung gestellt werden. Wir haben 4 zusätzliche DELTROs,
Das sind die Pandemic Emergency Long-Term Refinancing Operations. Was die tun, sie helfen den Banken, die nicht keine Möglichkeit haben, unter den Delphos mehr Geld zu bekommen, zu einer höheren Verzinsung dennoch Liquidität bei Bedarf zu erhalten. Was gemacht wurde, ist auch, dass die Sicherheiten, die bereits in diesem Jahr festgelegt wurden, Sicherheiten, um zum europäischen, um sich bei der EZB verschulden zu können, und aber auch die Sicherheiten bei der Eingabe beim Ankauf der Wertpapieren, dass diese Sicherheiten verlängert wurden bis auf das Jahr 2022. Und schließlich und endlich eine sehr wichtige Sache, dass im Rahmen des Eurosystems den Zentralbanken von Nicht-Euro-Ländern, aber in Europa liegend und mit der europäischen Wirtschaft sehr eng verbunden sind, beziehungsweise schon Mitglied der Europäischen Union, aber noch nicht Mitglied des Euros, dass hier die Swaplines für die Anwärter des Euros wie Kroatien und Bulgarien, aber auch Repo-Line, hier wird Euro zur Verfügung gestellt gegen Wertpapiere, dass die auch verlängert werden. Das war eine sehr wichtige Aktion der EZB, wo auch Österreich versucht hat, sich einzubringen, das damit erfolgreich war, um zu verhindern, dass es zu Geldabflüssen aus den Emerging Economies kommt, wie das sonst so üblich ist. Bitte zur nächsten Slide. Was Sie hier haben in der Grafik, ist eine Darstellung der Größenordnung des BEPS bisher und wie es stattgefunden hat. Was jetzt dazu kommt, sind jetzt ein BEP-Ankaufsrahmen von 500 Milliarden Euro. Ankaufsrahmen, im Unterschied zu bisher, wird das als Rahmen vorgegeben, nicht als Verpflichtung, das im Rahmen der 9 Monate auch auszugeben. Damit wird der Gesamtrahmen von März 2020 bis März 2022 auf 1.850 Milliarden Euro angekauft. Alles, was bisher noch nicht verwendet wurde, ist damit im Rahmen dieses Ankaufsrahmen drinnen, wo es auch nicht gekauft und in diesem Maße gekauft werden muss. Die Nettoankäufe werden auf alle Fälle so lange durchgeführt, bis die Krise überstanden ist, aber auch weniger, wenn die Krise früher überstanden ist. Was auch gemacht wurde, ist, dass die Wertpapiere, die auslaufenden, mindestens bis Ende 2023 wieder veranlagt werden. Das heißt, bis dorthin ist das Ankaufsvolumen dadurch, wenn es einmal abgeschlossen sein wird, auch unverändert. Und schließlich, wie gesagt, schon das APB wird im monatlichen Umfang von 20 Milliarden Euro weiter verlängert. Nächste Slide, bitte. Und damit bin ich bei meiner letzten Slide, die für die Deltros, also für diese gezielten langfristigen Refinanzierungsoperationen, hier 3 weitere angefügt wurden. Warum und wie? Warum, wenn man sich das BEP anschaut, nicht, dann hilft es den Finanzmarkt über alle Länder in einem hohen Maße die finanzielle Liquidität zur Verfügung zu stellen und auch damit die Zinskurve zu beeinflussen. Das ist für Klein- oder Mittelbetriebe wichtig, aber nicht so wesentlich als der Zugang zu Kredit und Liquidität. Deshalb wurde das Deltro ursprünglich auch eingeführt. Was war erfolgreicher in der Weiterleitung der Kredite an auch Klein- und Mittelunternehmen in den unterschiedlichsten Ländern? Jetzt gibt es 3 weitere Geschäfte, die im Juni, September, Dezember dieses Jahres stattfinden sollen. Dazu gibt es auch eine Verlängerung des Bonuszinssatzes, also jener -1%, zu dem die Banken für dieses Programm Geld erhalten. Aber dafür müssen Bedingungen erfüllt werden. Und diese Kriterien für diese zweite Bonuszinsphase werden jetzt neu
aufgestellte. Und die Details werden demnächst auch auf der Webseite verfügbar sein. Was auch passiert ist, weil eine Reihe von Banken in Österreich, aber auch in anderen Ländern, die 50% Allowance-Ausleihgröße schon erreicht wurde, wurde diese Ausleihung von 50% auf 55% erhöht, damit es ermöglicht ist, neue Verleihungen vorzunehmen. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation und darf an die Jury Knopping von Dr. Itzberger weiterleiten. Bitte an Sie, Doris. Vielen Dank. Auch ich möchte Sie begrüßen zu dieser Pressekonferenz und möchte mich vor allem bedanken, dass Sie uns bei diesem virtuellen Format begleiten, das derzeit ja leider notwendig ist, und möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei meinem Team bedanken, das sich seit Wochen nicht mehr physisch gesehen hat und das unter diesen schwierigen Bedingungen eine Prognose abgeliefert hat, mit der gleichen Präzision und mit der gleichen Genauigkeit wie immer. Nächste Slide, bitte. Würden Sie weiterschalten, bitte? Doris, wir haben schon den... Wolltest du den BIP-Indikator sehen? Ja, genau, den BIP-Indikator. Okay. Der bei mir nicht so schnell eingetroffen ist, offensichtlich wie bei euch. Ja. Dankeschön, jetzt passt's. Dieser wöchentliche BIP-Indikator, den Sie ja in der Zwischenzeit, glaube ich, schon ganz gut kennen, erlaubt uns sehr kurzfristig, Woche für Woche, eine Einschätzung zu treffen, wie es der österreichischen Volkswirtschaft geht. Und da sieht man sehr schön, dass sich diese Wirtschaft bis Ende des Sommers unglaublich schnell und relativ gut erholt hat. Und wir hätten es fast geschafft, das Vorjahresniveau zu erreichen. Das Einzige, was uns vom Vorjahresniveau noch getrennt hat, war der Tourismus, der nicht ganz so gut angesprungen ist über die Monate. War aber zum Schluss nicht so schlimm, weil der Tourismus ist Ende des Sommers, im Herbst, das sind Oktober, November, sind Monate, wo der Tourismus keine so große Rolle spielt in Österreich, wie wir alle wissen. Und dann kam der zweite Lockdown. Und das sieht man sehr schön in den Kurven, die da wieder in den negativen Bereich runtergehen. Und Sie sehen hier die letzten zwei Kalenderwochen, die wir ausrechnen konnten für den wöchentlichen BIP-Indikator. Das ist die Kalenderwoche 48. Minus 13% lagen wir da unter dem Vorjahresniveau, unter der vorjährigen Wirtschaftsleistung Österreichs. Und in der Kalenderwoche 49 lagen wir um 11,5% darunter. Nun, das ist auf der einen Seite nur die Hälfte von dem, was wir im ersten Lockdown im Frühjahr erlitten haben an Verlust an Wirtschaftskraft. Da ging es ja bis minus 25% hinunter. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein deutlicher Rückschritt, der uns hier vor allem Umsatzeinbußen im Tourismus und Freizeitwirtschaft, aber auch im Einzelhandel beschert haben. Der private Konsum ist in diesem Zusammenhang natürlich, die Geschäfte hatten geschlossen, wieder deutlich weggebrochen. Nächste Slide, bitte. Man muss schon sagen, dass dieses Wegbrechen klar erkennbar ist. Auf der anderen Seite aber, es gibt auch gewisse gute Nachrichten, die hier zeigen, dass eben diese minus 13%, die ich schon erwähnt habe, vor allem aus den Bereichen Exporte und auch aus dem Bereich Investitionen gestützt werden. Also diese geringeren Wachstumseinbußen während des zweiten Lockdowns, die wir derzeit erleben, beruhen darauf, dass eben die Wertschöpfungsketten, von denen ein Großteil der Industrie oder der produzierende Bereich in Österreich lebt, in die er eingebunden ist, die sind nicht so wie im Frühjahr zusammengebrochen. Viele Produktionssektoren konnten weiter produzieren, wurden nicht geschlossen. Wir haben auch damit gelernt, mit dieser Pandemie umzugehen. Das heißt, wir nennen das Lerneffekt. Und
die Unsicherheit, die wirtschaftliche Aktivität, und das wissen wir aus der Krise 2008, 2009, sehr stark mitbestimmt, die ist deutlich zurückgegangen aufgrund des Umstands, dass jetzt eine medizinische Lösung deutlich näher erscheint als noch im Frühjahr. Insofern eben nicht minus 25%, sondern nur minus 13%, aber eben doch der private Konsum dramatisch eingebrochen, so fast so stark wie im ersten Lockdown. Noch ein paar Worte zum Tourismus, der ja gegenwärtig wieder stark in der Diskussion ist. Nächste Slide bitte. Dankeschön. Dieser Einbruch im Tourismus hat sich bereits Anfang November abgezeichnet. Und da möchte ich jetzt darauf hinweisen, dass wir als Österreichische Nationalbank hier seit neuestem sehr stark auf die Zahlungskartenumsätze schauen. Also bislang haben wir vor allem die Nächtigungen analysiert und neu ist, dass wir jetzt die Zahlungskartenumsätze in unsere Analyse integriert haben. Und auf der linken Seite sehen Sie, auf der linken Grafik, wie sich diese Zahlungskartenumsätze im Reiseverkehr im Jahr 2020 darstellen. Und da sieht man sehr schön, wie es beim ersten Lockdown runtergegangen ist. Also der Tourismus wurde fast auf null zurückgefahren. Dann über den Sommer das bekannte Phänomen. Viele Inländer sind eingesprungen quasi und haben den Tourismus gestützt. Die Ausgaben der Inländer im Inland, im Tourismus lagen deutlich über jenen des Vorjahres. Die Ausländer haben aufgrund der Reiseverkehrsbeschränkungen liegen darunter, also die haben teilweise ausgelassen, sind nicht so stark nach Österreich gekommen wie im Vorjahr. Und dann, beginnend mit Herbst, beginnen diese Zahlungskartenumsätze im Reiseverkehr deutlich einzubrechen. Also das geht parallel her mit den Infektionszahlen, die in Reiseverkehrsbeschränkungen gemündet haben und mit dem Umstand, dass die Leute einfach viel, viel vorsichtiger sind. Und wir gehen wieder fast auf diese 0%, wir sind jetzt bei 95% gegenüber dem Vorjahr. Aktuelle Debatte zum Thema Wintertourismus. Wir haben versucht, hier eine Einschätzung zu treffen, wie stark die aktuellen Probleme Österreichs Wirtschaft treffen werden und haben uns als Referenzjahr das letzte und Anführungszeichen normale Jahr hergenommen, das war 2019. Und haben die Zahlungskartenumsätze Woche für Woche auf dieser rechten Grafik aufgetragen. Und da sieht man, dass die umsatzstärksten Wochen im Tourismus die ersten 7 Wochen sind. Also die 7 umsatzstärksten Wochen liegen Anfang des Jahres. Die liegen, das ist die Woche 1 und 2 und dann gibt es 2 eher schwächere Wochen. Und dann gibt es wieder einige Wochen, die wirklich deutlich über dem Durchschnitt liegen, was Österreichs Tourismus im Durchschnitt einnimmt. Und man sieht eben, dass hier der Wintertourismus ein sehr umsatzstarker Tourismus ist, sehr stark an der Wertschöpfung in diesem Bereich beteiligt ist und auch eben mehr Einnahmen im Tourismus bringt als im Sommer. Das wären die grünen Säulen. Weiter bitte. Ich darf jetzt von dieser Sektorbetrachtung, zu der der Tourismus natürlich zählt, ein bisschen breiter in die VGR, in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einsteigen und möchte über diesen außerordentlich starken Anstieg der Sparquote, den wir uns auch näher angeschaut haben, ein paar Worte verlieren. Das real verfügbare Haushaltseinkommen, das wird durch die rote Säule abgebildet, 2020, wird 2020 nur um 3% unter dem real verfügbaren Haushaltseinkommen des Vorjahres zu liegen kommen. Das ist natürlich deutlich weniger, aber das ist überraschend weniger, weil es ja gestützt wird durch massive staatliche Transfers, die hier zum Tragen kommen. Das sind Ausgaben oder Unterstützungsleistungen im Rahmen
Kurzarbeit, Arbeitslosenunterstützung, Einmalzahlungen. Und wenn diese Transfers nicht gewesen wären, dann würde dieses real verfügbare Haushaltseinkommen nicht um 3%, sondern um 8% einbrechen. Allein um 7%, bei 3 und 4 ergibt 7, also um 7% würde es einbrechen. Die Transfers stützen dieses real verfügbare Haushaltseinkommen um 4%. Trotzdem ist der private Konsum viel stärker weggebrochen als dieses real verfügbare Haushaltseinkommen, nämlich um 8%. Und was liegt dazwischen? Dazwischen liegt diese deutlich erhöhte Sparquote, die symbolisiert wird hier durch die orange Linie und die heuer außergewöhnlich hoch 13,7% beträgt. Zur Erklärung oder zur Erinnerung, in normalen Zeiten liegt die Sparquote in Österreich so um die 8%. Weiter bitte auf die nächste Folie, die uns jetzt zeigen wird, die Bestimmungsgründe dieser sehr hohen Sparquote, die Bestimmungsgründe für dieses außergewöhnliche Sparverhalten in Österreich, in der Krise, in der aktuellen Pandemie. Also es gibt zwei Motive, die einem ad hoc einfallen. Und das eine ist natürlich das Vorsichtssparen. Das wird symbolisiert durch den blauen Teil der Säule. Und das ist, die Leute sparen mehr aufgrund der Einkommensunsicherheit, aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit, dass sie arbeitslos werden im Anschluss an die Kurzarbeit, dass sie nicht zurück in ein Arbeitsverhältnis finden. Also alles, was man unter Vorsicht so zusammenfassen kann. Die rote Säule, und das ist der deutlich höhere Teil, sieht man schon auf den ersten Blick, geht zurück auf das Zwangssparen. Sprich, wenn die Geschäfte geschlossen sind, kann man nicht einkaufen gehen. Und wenn wir das jetzt quantifizieren wollen und ineinander in Relation setzen wollen, dann sieht man, dass rund die Hälfte des Anstiegs der Sparquote auf dieses Zwangssparen zurückzuführen ist und nur ein Fünftel auf das Vorsichtssparen. Wenn ich das in Ausgaben anders formulieren darf, dann kann man sagen, im zweiten Quartal, verglichen mit dem ersten Quartal, wurden von 5 Euro, die zusätzlich nicht ausgegeben wurden, 2,50 Euro sind davon auf Zwangssparen zurückzuführen und nur 1 Euro aufs Vorsichtssparen. Aus dieser Analyse, warum ist sie so wichtig? Aus dieser Analyse kann man jetzt Schlüsse ziehen, wie sich das Sparverhalten in Zukunft gestalten wird, also wichtig als Input für unsere Prognose. Und da sieht man schon, dass wir hier in den nächsten 12 Monaten mit einem deutlichen Rückgang der Sparquote rechnen können. Schließlich wird sich dieses Zwangssparen relativ schnell auflösen, in dem Sinne, dass die Geschäfte offen, wieder offen sind. Auf der anderen Seite auch das Vorsichtssparen wird zurückgehen. Und das wird unterstützt durch eine Umfrage der Europäischen Kommission, eine, die monatlich durchgeführt wird und die uns sehr schön zeigt, dass wenn man die Leute, wenn man die privaten Haushalte befragt, dass sie auch wirklich ganz klar sagen, in den nächsten Monaten sind hier größere Anschaffungen wieder geplant. Das ist auf der rechten Grafik die rote Linie, die ganz deutlich nach oben geht und die hier diesen bevorstehenden Konsumschub signalisiert. Nächste Slide bitte. Ein paar Worte zur Inflation gehört dazu von Seiten der Notenbank. Die Inflationsrate, Prognose für heuer ist 1,3, 1,4 nächstes Jahr und dann 1,7, ist also jetzt eigentlich relativ unverändert gegenüber den letzten Jahren. Schließlich waren 2019 die Inflationsrate bei 1,5. Und da fragt man sich ein bisschen, wo bleibt die Krise in der Inflationsrate? Und wir haben ja auch im Sommer noch eine etwas niedrigere Inflationsrate prognostiziert, angesichts des massiven Nachfrageausfalls. Da muss man allerdings sagen, dass wir uns da wie auch andere Institute ein bisschen verrechnet haben. Die Inflation ist nicht so stark zurückgegangen, wie ursprünglich prognostiziert.
Und der Grund ist sehr vielfältig. Auf der einen Seite, es gibt Unsicherheit in der Erhebung, also eigentlich rein statistische Gründe. Wir sehen auch Verschiebung von Ausverkaufsaktivitäten im Sommer, die das Ganze dann quasi nur über die Zeit einen gewissen Nachholprozess eintreten lassen. Auf der anderen Seite auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern gibt es bei uns nicht so eine dramatische Mehrwertsteuersenkung. Zum Beispiel Deutschland hat die Mehrwertsteuer sehr, sehr stark gesenkt, um hier auch die Nachfrage anzukurbeln. Das sehen wir in Österreich nicht. Also die Inflationsprognose, die Inflationsraten ähnlich wie im Vorjahr mit 1,3 und dann 1,4. Und wir haben einfach festgestellt, dass die Preise in dieser Krise weniger stark gesenkt worden sind als ursprünglich gedacht. Abschließend noch ein paar Dinge zur fiskalischen Seite, Budgetsaldo und Schuldenquote. Die nächste Slide bitte. Dankeschön. Budgetsaldo ist natürlich als Ergebnis der massiven Stützungsmaßnahmen, die hier in der Pandemie gefahren werden, dramatisch verschlechtert. Die Prognose der Österreichischen Nationalbank für heuer für das Budgetsaldo lautet minus 9,2. Das sind fast 10 Prozentpunkte schlechter als im Jahre 2019. Man sieht aber auch, dass sich das Budgetsaldo, dass sich dieser negative Budgetsaldo in den kommenden Jahren relativ rasch wieder in Richtung ausgeglichenes Budget bewegen wird, wenn diese Maßnahmen zurückgefahren werden. Auf der rechten Seite sehen Sie in dieser Grafik sehr schön, wie sich diese minus 10 Prozentpunkte, also diese Verschlechterung im Jahre 2020, aufdröseln lässt in die unterschiedlichen Ursachen. Der große rote Teil der Säule zeigt, dass diese Verschlechterung des Budgetsaldos zurückgeht circa zu einem Drittel oder fast mehr als einem Drittel auf makroökonomische Ursachen. Also das sind die Effekte der automatischen Stabilisatoren, Steuereinnahmen entfallen. Auf der anderen Seite diese blauen, diese in unterschiedlichen Abstufungen gezeigten blauen Teile der Säule, das sind die diskretionären Covid-Maßnahmen. Sie sehen es auch unten bei den Beschreibungen genau aufgezeigt. Wir haben hier Stundungen von Köst- und Einkommenssteuer. Wir haben hier Kurzarbeit. Wir haben hier Fixkosten- und Umsatzentgang. Und wir haben sonstige Covid-Maßnahmen. Und die lassen sich sehr schön zuordnen, wie sehr sie diese Verschlechterung des Budgetsaldos treiben. Nächste Folie bitte. Und das ist jetzt dann meine letzte Folie. Im Zusammenhang oder als Ausfluss dieses stark gestiegenen Budgetdefizits sehen wir hier einen deutlichen Anstieg der Schuldenquote. Die Schuldenquote wird heuer 83,3% des BIP betragen und nächstes Jahr dann auf 86,4% leicht anzusteigen. Um dann in den Jahren 2022 und 2023 wieder sich leicht abzuflachen. Das wird natürlich getrieben, wie bereits gesagt, durch das hohe Budgetdefizit, aber man darf nicht vergessen, mit dem Einbruch des BIP erhöhen sich automatisch diese Schuldenquote. Und der Einbruch des BIP ist natürlich bei einer Rezession, wie wir sie heuer sehen, von um die minus 7% ein Thema. Last but not least noch einmal ein Verweis auf die für diese Budgetsituation, für diese fiskalische Situation sehr günstige Zinslandschaft. Auch der Staat profitiert bei der Aufnahme insbesondere der Neuverschuldung, also bei der Aufnahme von neuen Geldern, die er braucht, um all diese Maßnahmen zu finanzieren, von den aktuell extrem niedrigen Zinsen. Und man sieht auf der rechten Seite, wie die Entwicklung der Zinsausgaben sich seit 2016 gestaltet und als Prozent des BIP kontinuierlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren und kontinuierlich weiter zurückgehen wird angesichts dieser
niedrigen Zinsen. Die roten Säule, die vor allem diese Entwicklung treiben, habe ich schon gesagt, das sind diese kumulierten Revolvierungseffekte, also eine Anleihe läuft aus und man begibt sie neu und man muss einfach das Geld neu aufnehmen. Gut, ich wäre damit am Ende meiner Präsentation und möchte mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich danke Frau Dr. Ritzberger. Ich danke auch dem Herrn Gouverneur für die Präsentationen. Und ich darf jetzt nun also die Fragerunde eröffnen und dazu eine Erklärung. Rechts unten haben Sie also diese Hand, die Sie hier anklicken können. Dann sehe ich, dass Sie eine Frage stellen wollen und ich werde Ihnen dann das Mikrofon freischalten lassen. Der erste ist der Herr Jakob Zirm. Bitte, Herr Jakob Zirm, Sie sind gleich dran und bitte, an wen sich die Frage auch richtet, gleich dazu sagen. Herr Jakob Zirm von der Presse. Ja, grüß Gott. Ich hätte zwei Fragen an den Gouverneur Holzmann und eine Frage an die Frau Ritzberger-Grünwald. Ich fange mal an mit dem Fragen an den Herrn Gouverneur. Gestern ist sozusagen ja wieder durch die Erweiterung des PEP-Programms, kann man sagen, sozusagen die Notenpresse stärker angeworfen worden. Jetzt ist die Frage, wo ist da der Sinn dahinter? Es gibt sehr viel Kritik, dass jetzt das Geld ohnehin im Bankensystem hängen bleibt. Und wenn wir da nur als Beispiel nehmen, die österreichischen Banken, die haben inzwischen 94 Milliarden Euro bei der EZB gebunkert. Das heißt, sie beziehen es um -1% und geben es dann an die EZB um -0,5%. Das heißt, sie machen eigentlich nur ein Geschäft daraus. Kann man sagen, läuft hier das System ein wenig ad absurdum? Das wäre die erste Frage. Und dann die zweite Frage wäre, eine Folge sind ja die stark sinkenden Zinsen. Das hat uns ja auch die Frau Ritzberger-Grünwald gerade gezeigt. Jetzt ist so, dass das natürlich auch in anderen Ländern ist. Spanien ist inzwischen auf 0%, Italien auf 0,5%. Kann man sagen, gibt es hier dann noch ein Signal für den Kapitalmarkt hinsichtlich Risiko, hinsichtlich einer gewissen Verhaltensweise der jeweiligen Länder und der Verschuldungssituation in den Ländern? Das wäre mal die erste Frage. Bitte sehr, Herr Gouverneur. Okay, danke. Die beiden Veränderungen, die stattgefunden haben, richten sich an sehr unterschiedliche Politikgruppen im Bereich. Die Frage der Erhöhung des BEPS ist dafür da, den Finanzmarkt, wenn Sie so wollen, in breiter Größe der Liquidität zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht die Liquidität für die Banken per se und das umfasst damit einen wesentlich größeren Bereich. Und hier ist die Ausweitung auch, wie das neue Programm jetzt hat, verändert von der Vergangenheit. Diese 500 Milliarden, die aufgestellt wurden, stellen jetzt einen Rahmen dar, der in den monatlichen Käufen berücksichtigt werden kann, aber ist nicht so, dass dieser Rahmen ausgeschöpft wird. Hier wird man eben auf den Finanzmarkt genau hinschauen, um festzulegen, was wird gebraucht, um die sehr akkommodierende Politik beizubehalten. Denn eines ist klar, Österreich, trotz allem Einbruch, ist durch die Krise sehr viel besser gekommen als andere Länder. In einigen Ländern ist der Einbruch viel stärker als in Österreich, in einigen wenigen etwas besser, etwa in der Bundesrepublik. Das heißt, die Krise ist durch die zweite und möglicherweise eine dritte Welle noch nicht vorbei. Und was wir aus der Erfahrung der Vergangenheit wissen, zu schnell Geldpolitik und Fiskalpolitik zurückzufahren, ist nicht gut. Der zweite Punkt betrifft die Frage der Bankliquidität. Hier wurde in der Ausweitung versucht sicherzustellen, dass die Möglichkeiten, die die Banken haben, anders aufgestellt werden, um die zu große Zwischenlagerung bei der EZB zu vermeiden. Uns ist das Problem sicherlich bewusster, aber Sie werden auch verstehen, nicht, wenn Geld aufgenommen wird, also
Das Geld wird in Tranchen verteilter. Und wer jetzt nicht in diesem Moment rasch hinkommt, bekommt zum Schluss nichts. Also gibt es einen Anreiz, hier das Geld zu nehmen und dann erst stückweise in den, an die Kunden weiterzugeben, wie eben die Nachfragen kommen. Und zur Frage Kapitalmarkt-Signale, vollkommen richtig, nicht? Man muss sicherstellen, dass die Kapitalmarktsignale die richtigen sind. Und daher ist man eben sehr, sehr genau bewusst, dass wir eine Kalibrierung vorgenommen haben, um trotz der Krise die Kapitalmarktsignale zu ermöglichen. Und natürlich wird das Gesamte dann erfolgen, wenn hoffentlich nach der Pandemie so rasch wie möglich es zu einem Rückfahren dieser außergewöhnlichen Maßnahmen kommt. Danke. Okay. Wobei da eine Nachfrage nur, weil Sie jetzt sagen, es wird eine Kalibrierung, wir sind uns bewusst, dass diese Kapitalmarktsignale, weil das ist ja Kritik, die gestern auch bereits vom Kapitalmarkt geäußert wurde, dass die Signale jetzt nicht mehr stimmig sind. Aber inwiefern wird jetzt eine Kalibrierung vorgenommen? Weil es wird ja eigentlich noch einmal mehr in den Markt reingepumpt. Das heißt, das verschärft sich. Das haben die Zinsen, man hat ja gesehen, die Renditen der spanischen und italienischen Anleihen sind gestern stark gesunken. Ja. Noch einmal, was hier stattfindet, sind die Erwartungen der Kapitalmärkte. Und was stattfindet, die tatsächlichen Käufe, versuchen sicherzustellen, dass es hier zu keiner Verwerfungen kommt. Und die Hoffnung ist dabei, und deshalb ist das Programm rekalibriert, dass das Volumen von den 500 Milliarden so wenig wie möglich genutzt wird, weil es reicht, durch geringere Mengen den Finanzmarkt so zu gestalten, dass es hier zu keinen Panikaktionen kommt, sondern dass auf den Finanzmärkten sich die Finanzmarktteilnehmer entsprechend finanzieren können. Das heißt, diese Rekalibrierung ist ein Unterschied von der Vergangenheit, wo das Geld, das aufgestellt wurde, im Wesentlichen mit monatlichen Schwankungen in gleicher Höhe angekauft wurde. Jetzt ist der Ankauf ein Konditional. Okay. Und dann noch meine Frage an die Frau Rittberger-Grünwald. Das ist eine Verständnisfrage bei der Sparquote. Sie haben erklärt, dass eben die Hälfte auf das Zwangssparen und ein Fünftel auf das Vorsorgesparen zurückzuführen ist. Was ist mit dem Rest? Auf was ist der zurückzuführen, der Anstieg? Also wie in jeder Gleichung, wie in jeder Schätzgleichung gibt es hier einen gewissen Rest. Wir haben auch überlegt, was hinter diesem Rest stehen könnte, der nicht durch das Zwangssparen und durch das Vorsichtssparen erklärt werden könnte. Und das könnte sein, dass die Leute ihre Sparziele hier revidiert haben, nach oben revidiert haben und aufgrund dieser Revision der Sparziele hier auch die Sparquote etwas angestiegen ist. So erklärt sich der Rest. Wie Sie richtig bemerkt haben, fehlen da noch 1,50 Euro, die uns auf die 5 Euro fehlen, wenn wir das so herunterbrechen. Okay. Aber wie ist da die Abgrenzung zwischen Erhöhung der Sparziele und Vorsorgesparen? Das ist kein Vorsorgesparen, das ist ein Vorsichtssparen. Ja? Ich würde das zeitlich begrenzen. Ich würde das mit der Zeitschiene eigentlich den Unterschied erklären. Vorsichtssparen ist etwas eher auf einen kürzeren Horizont ausgerichtet, sprich die Einkommenssituation, die aktuelle und das aktuelle Arbeitslosigkeitsrisiko bestimmen dieses Vorsichtssparen sehr stark, während ein Sparziel ist eher doch etwas mittellangfristiges, das vielleicht sogar am Ende des Tages von ganz anderen Faktoren mitbestimmt wird, die natürlich die aktuelle Krise überlagern, wie, ich sage jetzt einmal, gestiegene Wohnungspreise. Wenn man hier als Familie anspart für eine Eigentumswohnung, für ein Haus und hier die Wohnungspreise sehr stark mit beobachtet, dann mag das auch ein erklärender Faktor sein. Danke. Vielen Dank.
Herr Zirn, ich darf Sie noch bitten, dass Sie also die Hand wieder weggeben, weil ich dann nicht sehen kann beim nächsten Mal, wenn Sie noch eine Frage haben. Vielen Dank. Der nächste ist der Herr Johannes Schwitzer vom ORF. Bitte, bitte sehr. Ja, grüß Gott. Ich hoffe, Sie können mich halbwegs hören. Ich habe mich leider nur übersetzt. Sehr gut hören, ja. Eine Frage an die Frau Dr. Ritzberger-Grünwald bezüglich der wöchentlichen BIP-Indikatoren. Das war ja sehr interessant, wie man gesehen hat, dass das relativ schnell wieder auf Vorjahresniveau war. Jetzt ist der Einbruch im Herbst geringer. Wir haben natürlich den Tourismus, aber wir haben kein Problem in der Produktion und bei den Bauinvestitionen etc. oder ein geringeres Problem. Wie schnell kann denn diese Erholung denn in den ersten Wochen gehen, was das BIP angeht? Also wie schnell kommen wir sozusagen wieder in Richtung Vorjahresniveau, auch wenn der Tourismus nicht funktionieren sollte? Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, angesichts der positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben früher, nach diesem ersten scharfen Lockdown, wäre ich zuversichtlich, dass wir relativ schnell wieder uns da nach oben bewegen mit diesem wöchentlichen BIP-Indikator, mit einer kleinen Einschränkung. Der Tourismus Anfang des Jahres, der Wintertourismus, hat schon, wie ich ja auch in der anderen Grafik gezeigt habe, hier größenordnungsmäßig andere Auswirkungen, als wenn so ein Lockdown mitten im Frühjahr, mitten im Sommer passieren würde. Das ist eine Frage der Höhe der Wertschöpfung, der Wintertourismus einfach höher ist. Aber da wird man sehen, wie es mit den Maßnahmen weitergeht und wie sehr ein Wintertourismus stattfinden kann. Im Prinzip würde ich sagen, wenn jetzt dieser zweite Lockdown vorbei ist und wenn uns kein dritter Lockdown droht oder sich ein dritter Lockdown nicht realisiert, dann könnte das wieder relativ schnell nach oben gehen, diese Kurve. Dankeschön. Danke. Dankeschön, Herr Schwitzer. Der nächste ist der Boris Gröndal von Bloomberg. Boris, bitte. Hallo, können Sie mich hören? Yes. Herr Holtmann, ich habe folgende Fragen zum PEP. Erstens, waren Sie mit der Verlängerung und der Erweiterung des Programms einverstanden in der Ratssitzung? Was ist Ihre persönliche Meinung zu dieser Maßnahme? Zweitens, haben Sie gesagt, die Hoffnung sei, dass es so wenig wie möglich genutzt wurde. Ist das Ihre Hoffnung? Oder ist das die Hoffnung des gesamten Governing Council, dass es so wenig wie möglich gebraucht wird? Und drittens, für wie wahrscheinlich halten Sie, dass es nicht tatsächlich zu einer Nutzung kommt, die weniger groß ist als der gesamte Rahmen, als der gesamte Umfang? Danke, Herr Gröndal, für die drei sehr guten Fragen. Zur ersten Frage. Die Entscheidung dazu, wie Sie ja wissen, findet in einer sehr längeren Diskussion statt. Wir hatten eine Diskussion über zwei Tage, eineinhalb Tagen, die sehr, sehr konstruktiv war. Und wenn dann eine Entscheidung fällt, wie sie es hier ist, nicht, dann fällt sie in, und ist auch hier geschehen, in einer Form der Einhelligkeit. Das heißt, die Entscheidung ist gekommen und die Entscheidung ist so gekommen, wie sie aus der Diskussion vorbereitet wurde. Sie war keine Überraschung. Das heißt, der Vorschlag war das, was aus dem Diskussionsprozess herausgekommen ist. Das war zur ersten Frage dazu. Die zweite Frage, Prinzip Hoffnung. Hier ist das so, die Aussage lautet, wir möchten sicherstellen, dass die akkommodierende Situation auf den Finanzmärkten, das heißt, dass die Finanzmärkte das brauchen, bekommen, was sie brauchen, dass sie zu keinen Verwerfungen kommt. Und dafür stellen wir so viel Geld zur Verfügung wie notwendig, aber nicht mehr. Das heißt, wenn es weniger ist, dann ist uns das sehr richtig. Und daher werden die nächsten Monate zeigen, was passiert. Und Sie haben ja die Frau Ritzberger gehört, diese Erwartung, dass mit einer Wirksamkeit Aha. Oh, jetzt.
Jetzt haben wir ein Leitungsproblem. Geht's jetzt? Ja, wir hören Sie wieder. Es war kurz, Sie waren kurz weg. Okay. Auch Länder trifft, die nicht so gut durch die Krise gekommen sind, lasst sich schwer prognostizieren. Ich bin vergleichsweise optimistisch, dass die Auslieferung des Impfstoffes und deren Wirksamkeit und Rückführung zu einer sehr starken Beruhigung führen wird. Vielen Dank. Boris, ist das für dich beantwortet? Das habe ich noch nicht verstanden, wie jetzt Ihre Position in dieser langen anderthalb- oder zweitägigen Diskussion gewesen ist, Herr Holzmann. Das ist, ich glaube, ich dachte, ich bin sehr klar gewesen. Es ist eine Veränderung gegenüber dem bisherigen gewesen. Eine wesentliche Veränderung. Das heißt, bisher wurden von den ursprünglichen Summen erst 200, 120, dann 750 und dann 600. Diese Dinge wurden aufgestellt und hier wurde festgelegt, dass diese Summe ausgegeben wird im Rahmen des vorgesehenen Programms. Jetzt wird ein Volumen zur Verfügung gestellt und dieses Volumen ist als eine Grenze verstanden unter den jetzigen Annahmen, aber das ausgenutzt werden kann. Aber die Erwartung ist, dass das Volumen nicht in vollem Maße ausgenutzt wird, aber was auskommt, wenn Bedarf besteht, angenommen es findet irgendein Ereignis statt, ein Meteor, das kann auch was Echtes sein, betrifft Europa und die Weltwirtschaft, dann kann auch darüber hinausgegangen sein. Was hier gemacht wird, ist jetzt eine bedingte monatliche Allokation, die bestimmt wird von den Finanzmärkten. Und diese Allokation ist nicht darauf aufgerichtet, die vollen 500 auszunutzen, sondern, und wenn Sie so wollen, mein persönliches ist die Hoffnung, dass es so gering wie möglich ausgenutzt wird. Vielen Dank. Der Nächste, der sich zu Wort gemeldet hat, ist der Herr Thomas Karabacek von der APA. Thomas, bitte. Danke, ja. Ich habe eine technische Frage an die Frau Ritzberger. So, jetzt muss ich nur, weil ich die Folie zugemacht habe. Und zwar zum Thema der Verzinsungen. Ja, da haben Sie einen negativen Effekt aus der Veränderung der Schuldenquote. Also die Schuldenquote steigt stark. Also das ist diese Folie Entwicklung der Zinsausgaben seit 2016. Können wir vielleicht diese Folie noch einmal einspielen mit der Präsidentin? Die Nummer 18 vor war das, glaube ich, oder? Seite 9 habe ich mit. Welche Seite bitte? Seite 19 steht unten drunter. 19, okay, bitte. Genau, auf der rechten Seite. Und mich frappiert, dass der orange Veränderung der Schuldenquote, die Schuldenquote steigt ja. Also wir haben eine höhere Schuldenquote und trotzdem ergibt sich ein negativer Effekt auf die Zinsausgaben. Ist das, weil alle Zinsen jetzt schon negativ verzinst sind oder wie kann es sein, dass wenn die Schulden steigen, die Zinsausgaben dadurch sinken? Oder verstehe ich falsch? Also erstens einmal, das sind die kumulierten Zinsausgaben. Ich habe gesagt, dass die Neuverschuldung 2020 bereits zu leicht negativen Zinsen finanziert wird. Ja? Also insofern sind hier diese Zinsausgaben in Prozent des BIP, die hier abgetragen werden durch diese Linie, die werden immer weniger. Und das werden zum Beispiel, das ist unsere Prognose für 2020, nur 1,4% des BIP betragen. Aber dann darf ich das salopp übersetzen als, es ist ein Geschäft für die Republik, sich zu verschulden. Wir verdienen daran. Es ist ein Geschäft für die Republik, sich zu verschulden. Wir verdienen daran. Ja, wir verdienen insofern daran, als wir für das letzte Mal, als für das letzte Mal, wie wir uns verschuldet haben, hier
deutlich höhere Zinsen bezahlt haben. Und jetzt deutlich niedrigere und teilweise auch Negativzinsen. Wie Sie wissen, ist es ja so, dass hier insbesondere diese ganz langfristigen Anleihen schon zu einem negativ, ja, also Sie könnten es so formulieren, wenn Sie das wollen. Ja. Okay, danke. Vielen Dank. Der Herr Jakob Zirn hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte. Und zwar nochmal eine Nachfrage an den Herrn Gouverneur. Sie haben mir gerade vorher gesagt, die monatliche Allokation wird von den Finanzmärkten bestimmt. Derzeit sind wir bei einem Volumen von 100 Milliarden Euro, das war, wie ich aber in der Grafik gesehen habe, vorher auch schon mal auf 160 Milliarden Euro. Können Sie sagen, welche Größenordnung ist hier zu erwarten für die nächsten Monate und was sind genau die Kriterien, die bedingen, in welcher Größenordnung gekauft wird? Ich muss erst unmuten, jetzt bin ich wieder da. Sie können verstehen, dass die Kriterien dazu uns bekannt sind, aber nicht den Finanzmärkten. Denn Sie können sich vorstellen, dass die Kriterien sonst sehr wohl benutzt werden würden, zu spielen. Aber Sie können versichert sein, dass die Kriterien gut ausgewählt sind und um unseren geldpolitischen Zielsetzungen zu gewinnen. Mehr können Sie nicht dazu sagen. Darf ich nicht, nein. Und zur Größenordnung, die Erwartung, werden wir auf den 100 Milliarden bleiben? Wenn Sie sich genauer anschauen, waren es in den letzten Monaten schon viel weniger. Vielen Dank, Herr Zirn. Der nächste ist noch einmal der Boris Gründer. Boris, bitte. Ja, darf ich ganz kurz nochmal auf das Folgethema zurückkommen? Also ich, mein Verständnis, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre und wenn Sie diese Entscheidungsfindung beschreiben, ist, dass für Sie tatsächlich der entscheidende Grund war, der sozusagen für dieses Programm spricht, eben diese Konditionalität, dass man sagt, wir haben einen Rahmen, aber wir müssen nicht alles ausgeben. Wir gehen auch davon aus, dass wir nicht alles ausgeben. Wir wollen es sozusagen nur als Korrektiv in meinen Worten jetzt gesprochen einsetzen, dass das sozusagen der Punkt war, der Sie letztlich davon überzeugt hat, dass das ein gutes Programm ist? Es ist ein wesentlicher Wechsel dabei, dass man sagt, man möchte die Effekte haben dieses Programmes, ohne, wenn man will, über die Mengen unter Umständen negative Seiteneffekte zu generieren. Und daher ist das etwas, was, glaube ich, jeden anspricht, aus welcher Richtung auch er kommt. Das heißt, der Übergang von Quantität auf Qualität, der Übergang in etwas, man tut, was notwendig ist. Am Beginn, wenn man so will, so wie der, auch bei einem Unfall, nicht, muss man den Kranken versorgen und dann bekommt er in den Notraum, wird operiert, nicht? Und da versucht man dann, so möglichst wenig invasiv hier vorzugehen. Und genau das ist es. Am Beginn musste man sehr große Mittel anwenden. Und jetzt, nachdem man schon dabei ist, das System besser zu verstehen, aber auch jetzt über das Wechseln, über die medikamentöse Behandlung große Chancen sieht, dass sich das beruhigt, versucht man hier noch einen Backstop zu haben. Aber man versucht jetzt nicht hier übermäßig Liquidität in den Markt zu pumpen. Und das ist eigentlich etwas, was alles beruhigt. Verstanden? Ja, verstanden. Eine zweite Frage noch, und zwar ein Thema, was jetzt zwar nicht primär die Sache der Gouverneure ist, aber wo die Gouverneure sich ja auch zu diskutieren, ist die Frage der, wie man mit den Banken hinsichtlich der Dividenden umgeht. Es war ja im Anfang des Jahres entschieden worden von der EZB, dass man klar die Erwartung ausspricht, dass Banken keine Dividenden auszahlen sollten, unter anderem auch deswegen nicht, weil sie ja sozusagen Vorteile haben aus diesen ganzen Hilfsmaßnahmen. Jetzt ist die Frage, wie macht man weiter? Was ist da Ihre Sicht der Dinge? Sollte man dieses Verbot oder diese strenge Empfehlung fortsetzen im kommenden Jahr oder wie sollte man damit weiter umgehen? Das ist eine Angelegenheit, die auch natürlich von uns diskutiert wird, aber noch viel mehr im Rahmen des SSM, nicht der? Und dafür ist der Herr Vizegouverneur zuständig. Aus den starken Interaktionen mit ihm ist halt das, dass zwei Seelen unserer Brust sind. Auf der einen Seite möchten wir natürlich, dass die Banken ihr Kapital behalten, um für Problemfälle gerüstet zu sein. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das Ausbezahlen der Dividenden auch ein wichtiges Signal
für die Kapitalmärkte ist, den Banken Geld zur Verfügung zu stellen. Und da muss jetzt ein Spagat getroffen werden. Und ich hoffe, dass bald die richtige Entscheidung getroffen wird. Okay, danke. Vielen Dank, Boris. Ich habe jetzt nur noch die Hand von Thomas Karabacek gehoben. Ist die neu oben oder ist die vom letzten Mal übrig geblieben, Thomas? Hier ist sie nicht oben, ich sehe sie nicht oben. Ich dachte, ich hätte sie, also bei mir ist sie... Ah, dann sehe ich sie nur bei mir oben, also Entschuldigung, kein Problem. Ich habe sonst keine Fragen derzeit mehr, die ich hier sehe und damit nehme ich an, dass also alle Fragen gestellt wurden und wir Ihnen ausreichend also unsere Prognose darstellen haben können. Dann danke ich den Kolleginnen und Kollegen der Medien also für die Teilnahme an dieser Webexpress-Pressekonferenz. Ich danke auch den Zuschauern am Internet. Frau Dr. Ritzberger, vielen Dank und Herr Gouverneur, vielen Dank also für die Präsentationen. Und nachdem das die letzte Pressekonferenz der Nationalbank in diesem Jahr ist, darf ich mich von allen also auch für dieses Jahr verabschieden, Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und die Zeiten sind ja alle nicht sehr, sehr berauschend im Moment, aber hoffen wir auf ein besseres Jahr 2021. Und bleiben Sie alle gesund. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Dankeschön. Danke allen. Dankeschön.